möchte Sie einladen zum faszinierendsten Spiel der Welt, dem Spiel des Lebens. Und dazu gehört, dass Sie keiner Tätigkeit nachgehen, die Sie Arbeit nennen müssten. Also wann immer Sie sich wieder einmal beim Arbeiten erwischen, sofort alles fallen lassen und zur Vernunft kommen. Das gehört nicht in dieses Leben. Gestatten Sie einfach dem Leben, Sie fürstlich dafür zu bezahlen, dass Sie das tun, was Ihnen ohnehin am meisten Freude macht. Und von diesem Augenblick an haben Sie bezahlten Urlaub für immer. Ein Leben voller faszinierender Möglichkeiten wartet darauf, dass Sie es entdecken und in Erscheinung rufen. Sie sind in einer beneidenswerten Lage. Sie sind Schöpfer und können die Umstände Ihres Lebens frei bestimmen. Sie können wählen, wie Ihr Leben verlaufen soll. Und Ihr Leben zeigt im gleichen Augenblick, was Sie bewusst oder unbewusst gewählt haben. Die meisten Menschen aber haben keine Wahl, weil sie nicht wissen, dass sie die Wahl hätten. Und weil sie das nicht wissen, wählen sie nicht. Und weil sie nicht wählen, geschieht's nicht. Und weil es nicht geschieht, denken sie, es geht nicht. In Wirklichkeit haben sie in jedem Augenblick, auch jetzt, die Chance, neu zu wählen. Sie können sogar ein ganz neues Spiel beginnen, wenn Sie wollen, ein ganz neues Leben. Und im gleichen Augenblick beginnt sich Ihr ganzes Leben zu verändern. Lernen Sie also, den Augenblick zu schätzen. Lernen Sie, jeden Augenblick wirklich zu erfüllen. Denn ein erfülltes Leben besteht nur aus vielen erfüllten Augenblicken. Und erwarten Sie, dass in jedem Augenblick etwas ganz Besonderes passieren kann. Und das Leben wird Sie nicht enttäuschen. Erkennen Sie, dass in Wirklichkeit alles etwas ganz Besonderes ist. Allein schon zu leben ist ein Wunder. Entwickeln Sie die Fähigkeit, aus einem ganz normalen Alltag etwas ganz Besonderes, vielleicht sogar Einmaliges zu machen. Erkennen Sie, das Leben meistert man spielend oder überhaupt nicht. Freude ist ein sicheres Zeichen, dass wir in Harmonie mit uns selbst sind und dass das, was wir gerade tun, stimmt. Und deswegen sollten Sie ständig den Weg der Freude gehen.